Also ich denke mir, für unsere Patienten ist es sehr wichtig, dass eben die Effektivität und die Qualität unserer Produkte gewährleistet ist. Und da tragen eben unsere Ergebnisse von den analytischen Bestimmungen schon einen Großteil dazu bei, dass eben die spezifizierten Parameter eingehalten werden. Also mein Job ist hauptsächlich die Durchführung von Analysetätigkeiten, um eben unsere Produkte in ihrer Reise vom Prozess bis hin zum Endprodukt zu überprüfen und zu kontrollieren, sodass die Sicherheit und die Qualität unserer Produkte gewährleistet ist. In unserer Arbeitsgruppe führe ich hauptsächlich Gerinnungsanalytik durch, Proteinbestimmungen, Elektrophoresebestimmungen. Also ich bekomme eigentlich angefangen von der Basisfraktionierung bis hin zum Endprodukt diverse Proben aus dem Produktionsprozess, die natürlich vom Fresh Frozen Plasma an bis hin zu verarbeitetem Plasma diverse Bestandteile des Plasmas enthalten. Selbst wenn unser Produkt schon am Markt ist, habe ich sogar noch etwas damit zu tun, da wir laufend Stabilitätsproben von unseren Produkten bekommen, um eben die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte über Jahre hinaus zu gewährleisten. Ich bin auch zuständig für die Arbeitsplanung unserer Arbeitsgruppe, Gerätequalifizierungen und auch ein Hauptgebiet ist eben die Schulung und die Unterstützung meiner Kollegen bei diversen Testproblemen. Also neben den Routineanalysen habe ich die zusätzliche Aufgabe eben das Schreiben von Arbeitsvorschriften. Zusätzlich habe ich diverse Geräteverantwortlichkeiten. Also meine größte Leidenschaft im Labor ist die Gerinnungsanalytik. Ich teste sehr gern mit unseren Gerinnungsautomaten und es ist jedes Mal wieder eine Freude, Gerinnungsanalytik zu testen. Plasmaspender haben natürlich einen sehr großen Einfluss auf meine Arbeit, weil ohne diese Spenden hätten wir keinen Rohstoff zu verarbeiten. Plasma ist eben ein sehr wertvoller und begrenzter Rohstoff und deswegen sollte man diesen Spendern umso mehr Respekt zollen. Also ich habe mir vom letzten Jahr die Patientenberichte durchgelesen und auch die Filme angeschaut. Und seitdem ist man eigentlich noch mehr stolz darauf oder freut sich umso mehr, wenn man Patienten mit Hilfe unserer Produkte ein, sag ich mal, normales Leben oder halbwegs normales Leben ermöglichen kann. Also ich bin sehr stolz, ein Teil der Octa Family zu sein und eigentlich kann man sich nur glücklich schätzen.